Hier geht es jetzt direkt weiter mit Eva Dettmann. Sie arbeitet auch am IW Halle. Sie ist seit 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin und seit 2018 stellvertretende Leiterin des Zentrums für evidenzbasierte Politikberatung, IWHZ. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen mikroökonometrische Analysen, insbesondere die Evaluation wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Und ich gebe das Wort jetzt ab an Frau Dettmann. Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte auch gar nicht mehr viel reden. Ich möchte jetzt zu den viel gescholtenen Wirtschaftsfördermaßnahmen was sagen. Und zwar haben wir uns in dem ZEP mal in einer Pilotstudie angeguckt für Sachsen-Anhalt, ob und wie man diese Investitionszuschüsse evaluieren kann. Und daraus ist dann eine ganze Reihe von Analysen entstanden, die wir unter anderem auch fürs BMWI angefertigt haben. Und ich würde jetzt einfach mal gerne einen Überblick geben über die Ergebnisse unserer Analysen. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal die GRW ein bisschen vorstellen, damit jeder weiß, wovon ich rede. Ich möchte dann auch über die Bedeutung der GRW ein bisschen was verlieren, weil es wirklich einen massiven Fördermitteleinsatz gab, vor allem zu Beginn der 90er Jahre. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie bewerten Kollegen Investitionszuschüsse im europäischen Ausland? Das wird der dritte Punkt sein. Und dann werde ich eben unsere Analysen etwas genauer vorstellen. Jetzt erstmal zur GRW. Die heißt etwas sperrig Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Frau Gibt Dettmann, es ich unterbreche Sie nur sehr ungern, aber können Sie vielleicht Ihren Bildschirm freigeben, dass wir die Bildschirmpräsentation auch alle sehen? Das ist unten in der Leiste in der Mitte, Bildschirm freigeben. Entschuldigung, das habe ich jetzt Ja, gar nicht. kein Problem. So, ist jetzt zu sehen? Bei mir noch nicht. Achso, die Kamera ist aus, anscheinend. Also Bildschirm freigeben ist es. Sonst kann ich das bei mir auch mal versuchen. Ich versuche es mal bei mir, den Bildschirm freizugeben und dann könnten Sie weitermachen. Ja. So, mein Bildschirm sollte jetzt freigegeben sein. Ja, also ich. Genau, also ich klicke jetzt für Sie die Folien durch und wir sind auf Folie 2 von 13. Ja, danke. Also ich weiß jetzt nicht, was. Frau Dettmann, Ihre Kamera müssen Sie selber wieder freischalten. Wir können Sie gar nicht sehen. So, jetzt. So, jetzt habe ich alles erlaubt. Ist jetzt bin ich Sind jetzt die Folien zu sehen? Also ich kann sie nicht sehen, leider. Jetzt ist alles gut. Jetzt alles gut, okay, perfekt. Dann haben wir jetzt die Präsentation und das Bild. Perfekt. Dann können wir weitermachen. Okay, ja. Also erstmal die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Ist ein relativ altes Instrument, also ist jetzt sozusagen nicht für den Aufbau Ost erfunden worden. Und es dient dazu, regionale Disparitäten zwischen Regionen auszugleichen. Das soll vor allem durch die Steigerung von regionalem Einkommen und Beschäftigung erreicht werden. Und also im Prinzip basiert dieses Instrument auf Investitionszuschüssen, die Firmen oder Kommunen gezahlt werden. Allerdings nicht in allen Regionen, sondern nur in besonders strukturschwachen Regionen. Und diese Strukturschwäche wird anhand eines Strukturschwäche-Indikators, der sich aus Arbeitslosenkennzahlen, einer Beschäftigungsprognose, einer Bewertung der Infrastruktur,
und dem Lohngefüge in einer Region zusammensetzt. Es gibt eine Menge gesetzliche Grundlagen. Das liegt daran, dass also die Gemeinschaftsaufgabe, wie der Name schon sagt, also vom Bund und Ländern gemeinsam vergeben wird und auch in den Förderrahmen der EU eingepasst ist sozusagen. Auf die Einzelheiten möchte ich gar nicht eingehen. Dann würde ich jetzt die nächste Folie haben wollen. Kommt. Der Fahrplan, der war ja noch klar und ich würde jetzt einfach sozusagen weiter erläutern, sozusagen, worin diese GRW besteht. Und zwar sind das eben Investitionszuschüsse für Kommunen und Betriebe in strukturschwachen Regionen. Betriebe können vor allem Investitionen in Sachanlagen sich fördern lassen. Also das sind vor allem Ansiedlungen von Betriebsstätten oder Betriebserweiterungen oder auch die Diversifizierung der Produktion. Bei Kommunen steht eher sozusagen die Unterstützung der Ansiedlung und des Industrieaufbaus im Vordergrund mit Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur. Das waren Anfang der 90er Jahre vor allem eben die Erschließung von Gewerbegebieten und der Auf- und Ausbau von Gewerbe- und Technologiezentren. Umfasst aber auch die Erschließung oder die den Teilanschluss für Transportinfrastruktur und auch für Telekommunikation, Wasser- und Abwasseranlagen und so weiter. Also es ist eine relativ breite Palette, die dort gefördert werden kann. Und die Antragstellung läuft über ein standardisiertes Antragsformular, was dann sozusagen von der Landesregierung bewertet wird als förderwürdig oder nicht. Und die Abwicklung läuft immer über die zuständige Landesbank. Die Kommunen können sich 90% ihrer Investitionen in der Regel fördern lassen. Bei Betrieben ist das weniger. Das hängt ein bisschen von der Betriebsgröße ab und von dem Gebietsstatus. Das heißt also, strukturschwächere Regionen, dort können sich Betriebe mehr fördern lassen als in nicht mehr ganz so schwachen Regionen. Ja, als nächstes würde ich dann mal kurz zeigen, wie viel Geld da so geflossen ist. Also wenn man das alles zusammenrechnet, was wir hier am Balken sehen, sind das insgesamt 48 Milliarden Euro. Und davon sind 42 Milliarden alleine nach Ostdeutschland geflossen. Am Anfang der 90er Jahre gab es einen größeren Teil für den Aufbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur. Das waren ungefähr 40% der Förderbeiträge. Das ist abgeschmolzen jetzt. In der aktuellen Förderperiode werden nur noch 16% der Fördermittel auf die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur verwendet. Was auch Ausdruck dessen ist, dass sozusagen die Infrastruktur jetzt an sich auf dem neuesten Stand ist. Nicht in allen Gebieten, wie wir gesehen haben, aber zum großen Teil. Und dass jetzt eben mehr Investitionen von Betrieben gefördert werden. Wenn wir uns die Verteilung der Fördermittel angucken in Ostdeutschland, das wäre die nächste Folie, kann man sehen, dass also vor allem Industriestandorte in ländlichen Räumen gefördert worden sind. Also das liegt zum einen daran, dass eben viele Industriestandorte nicht mitten in der Stadt sind, die Mittel beantragt haben. Und ja, zum anderen liegt es auch daran, dass eben wirklich die Förderung sich doll auf Industriebetriebe konzentriert, wenn auch Dienstleistungsunternehmen oder Dienstleistungsbetriebe Förderung beantragen können. So, also wir haben gehört, 48 Milliarden Euro sind dort verwendet worden. Dann fragt man sich natürlich, hat das was gebracht? Der erste Blick geht in die Literatur. Das wäre jetzt die nächste Folie. Da sieht man zum einen, dass Investitionszuschüsse also nicht nur in Deutschland ein sehr verbreitetes Instrument sind, sondern in vielen europäischen Staaten eingesetzt werden und auch ein großes Interesse in der empirischen Literatur finden, weil eben die Frage im Raum steht, ist das richtige Instrument, um Strukturwandel zu fördern? Bringt das Instrument was für die Region?
Was wir hier sehen können, sind die Effekte auf Betriebsebene. Da wird eigentlich von den meisten Kollegen werden positive Beschäftigungseffekte konstatiert. Ebenso positive Effekte auf Investitionen und Umsatz. Wenn man die Produktivität betrachtet, sind die Befunde gemischt. Also in manchen Ländern wirkt es produktivitätsfördernd, in manchen nicht. Das ist also eine offene Frage. Und ja, Output, Bestandsfestigkeit und Ansiedlungsentscheidungen, das ist auch Thema. Das ist aber noch nicht so viel diskutiert in der Literatur. Es werden auch Effekte auf regionaler Ebene festgestellt. Das ist die nächste Folie. Und auch hier finden die meisten Kollegen eben positive Effekte auf die Beschäftigung und auf Investitionen. Eine Studie für Großbritannien findet keine Effekte auf Produktivität und auch auf die Ansiedlung oder Neugründung von Unternehmen. Also da ist zwar ein positiver Effekt gefunden worden, aber der ist nicht, also nicht so groß. Ja, das BIP pro Kopf wurde untersucht für die Strukturanpassungsmaßnahmen, die von der EU gefördert wurden. Und hier wurde ein deutlich positiver Effekt gefunden, wenn die Autoren allerdings auch einschränkend festgestellt haben, dass es eine unterschiedliche Absorptionsfähigkeit der Regionen gibt und dass die Effekte eben umso größer sind, je besser entwickelt die Regionen sind, im Sinne von, es muss Unternehmen geben, die tatsächlich die Investitionszuschüsse auch ausnutzen können. So, jetzt würde ich zu den Ergebnissen unserer Analysen kommen. Also das ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Untersuchungen, die wir gemacht haben, mit unterschiedlichen Forschungsmethoden, mit unterschiedlichen Datensätzen. Deshalb würde ich jetzt nicht so sehr auf die Effekthöhe abstellen. Es geht eben eher um die Frage, also ob GRW-Zuschüsse in Deutschland wirken und wenn ja, wie sie wirken. Die erste Analyse, die wir gemacht haben, untersuchte westdeutsche Kreise. Das ist deshalb eine interessante Analyse, weil die westdeutschen Kreise, die dort untersucht wurden, sind sozusagen zwar im gesamtdeutschen Vergleich relativ strukturschwach, sind aber unter den strukturschwachen Regionen relativ stark, sodass sie sozusagen das obere Ende der förderfähigen Regionen angeben. Und was hier interessant ist, ist, dass wir einen Effekt auf die Bruttowertschöpfung finden und auf die Arbeitsproduktivität, aber nicht auf die Beschäftigung und auf das Einkommen in den Regionen. Das ist ein bisschen, also das hat uns ein bisschen überrascht, das Ergebnis, weil wir eben erwartet hätten, der Beschäftigungseffekt, der wird auf jeden Fall sichtbar sein, weil den eben viele andere Kollegen auch schon gefunden haben und weil das ja sozusagen die explizite Zielsetzung dieses Instruments ist. Ja, die nächste Analyse ist dann sozusagen das andere Ende der Förderskala. Das sind Regionen in Sachsen-Anhalt, die also sehr stark förderfähig sind oder Förderung nötig haben. Das wäre jetzt die nächste Folie, bitte. Hier findet man diesen Beschäftigungseffekt und man findet den Effekt auf Investitionen. Was in diesem Durchschnittseffekt nicht zu sehen ist, ist, dass, also wir haben diese Analyse einmal für den Durchschnittseffekt gemacht und haben uns dann aber auch Jahreseffekte angeguckt, bis 5 Jahre nach der Förderung. Und dort war zu sehen, dass der Umsatz am Ende des Betrachtungszeitraums signifikant positiv war. Allerdings, der Effekt war recht klein. Die Investitionen dagegen waren nur zu Beginn der Förderung positiv beeinflusst von der Förderung, was darauf schließen lässt, dass also sozusagen die Förderung die eine geförderte Investition sozusagen beeinflusst, aber Betriebe vielleicht nicht unbedingt dazu anregt, jetzt gleich weiter zu investieren. Der Beschäftigungseffekt allerdings war dauerhaft. Und einen Produktivitätseffekt haben wir nicht gefunden in den sachsen-anhaltinischen Betrieben.
Und wenn man die Ergebnisse jetzt vergleicht mit den Westdeutschen, ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Die nächste Studie, die wir gemacht haben, das war das, also darauf beziehen sich jetzt die nächsten Ergebnisse, die ich zeigen werde. Das ist ein Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums gewesen. Das haben wir dieses Jahr erst abgeschlossen. Und auch hier betrachten wir den Einfluss der GRW auf Beschäftigung, Umsatz, Produktivität. Wir haben Exportintensität nochmal dazugenommen, sozusagen als einen anderen Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit. Was wir hier sehen, ist wieder einen positiven Beschäftigungseffekt und auch einen positiven Effekt auf den Umsatz, aber wir finden keinen Effekt auf die Arbeitsproduktivität. Und auch die Exportintensität der geförderten Betriebe wächst nicht stärker als die von den nicht geförderten Betrieben. Auf der nächsten Folie sieht man dann nochmal, dass wir uns die Beschäftigung etwas genauer angeguckt haben. Man kann sich ja fragen, oder man kann zufrieden sein, wenn die Beschäftigung an sich steigt, aber wir wollten jetzt mal wissen, wie sieht es denn mit der Qualität der Beschäftigung aus? Also wird jetzt einfach nur Beschäftigung per se gefördert oder geht es auch ein bisschen darum, sozusagen die Einkommen zu fördern, indem man halt etwas höher qualifizierte Beschäftigung schafft? Was wir da sehen ist, dass wir, also der Beschäftigungseffekt ist dauerhaft positiv. Wir sehen auch einen geringen Effekt auf die Tagesentgelte. Also die sind in den geförderten Betrieben höher als in den nicht geförderten Betrieben. Was wir aber auch sehen, ist, dass der Anteil der gering qualifiziert Beschäftigten in den geförderten Betrieben mehr steigt als in den ungeförderten Betrieben. Das ist eine Sache, die wir uns jetzt im Anschluss noch mal ein bisschen näher angucken wollen. Also da ist ein Forschungsprojekt geplant, was jetzt sich damit beschäftigt, wo die zusätzlich eingestellten Beschäftigten herkommen. Also ob die jetzt sozusagen aus anderen Betrieben kommen oder ob das tatsächlich Leute vom Arbeitsmarkt sind. Wo man dann wieder sagen könnte, es ist gut, wenn in den geförderten Betrieben auch geringqualifizierte beschäftigt werden, wenn die sozusagen statt Arbeitslosengeld weiterzuerhalten, jetzt wieder ein geregeltes Einkommen haben. Aber wie gesagt, das sind Fragen, die können wir noch nicht beantworten. Deswegen gibt es dieses Forschungsprojekt noch. Was wir im Rahmen des Gutachtens auch gemacht haben, ist nochmal eine regionale Betrachtung. Das ist die nächste Folie, wo wir nochmal geguckt haben, wie beeinflusst die GRW überhaupt die regionale Beschäftigung. Also nicht nur in den geförderten Betrieben, sondern in den gesamten Regionen. Und hier sehen wir wir sehen einen positiven Effekt, der aber sehr, sehr moderat ist. Im verarbeitenden Gewerbe ist der etwas stärker. Und wir sehen auch, dass das regionale Einkommen durch die GRW tatsächlich positiv beeinflusst wird. Nimmt man jetzt alle Erkenntnisse zusammen, würden wir sagen, das ist jetzt schon die letzte Folie, die GRW hat durchaus eine Wirkung und wir sehen eine Wirkung auf Betriebsebene, sowohl auf die Beschäftigung als auch auf die Entlohnung und die Investitionen. Der Effekt auf den Umsatz haben wir nur temporär gesehen, das ist jetzt noch nicht ganz klar, ob man sagen kann, also die GRW wirkt auch auf den Umsatz positiv. Einen Effekt auf Arbeitsproduktivität haben wir nur in den sozusagen in den relativ strukturstarken westdeutschen Regionen gefunden. Und was uns allerdings ein bisschen, die Euphorie über dieses Instrument sozusagen vergällt hat, war, dass wir gesehen haben, dass die Qualität der Beschäftigung nicht unbedingt steigt, sondern dass eher gering qualifizierte Beschäftigung stärker geworden ist. Wir finden auch Effekte auf regionaler Ebene, auf Beschäftigung und Einkommen. Damit kann man sagen, also das Instrument wirkt so, wie es soll. Also es erreicht das Ziel von Beschäftigungsförderung und Einkommensförderung.
Allerdings würden wir jetzt in der wirtschaftspolitischen Beratung mehr dazu raten, jetzt einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und jetzt nicht mehr nur auf Beschäftigung zu gucken, sondern mehr zu gucken, dass wirklich produktivere Betriebe gefördert werden. Denn, also zumindest vor der Corona-Krise war ja ganz eindeutig zu sehen, dass das Beschäftigungsziel ist erreicht sozusagen. Es ist nicht mehr so, dass Beschäftigte oder das Arbeitslose händeringend einen Job suchen, sondern es war eher auch im Osten so, dass Betriebe händeringend Arbeitskräfte suchen. Und dieses Problem wird sich eher noch verstärken. Deswegen würden wir halt dazu raten, jetzt nicht mehr die Beschäftigung in den Vordergrund zu stellen, sondern Produktivitätskennzahlen zu berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz ist unser Fazit, die GRW-Investitionszuschüsse haben einen Beitrag zu dem Aufholprozess zwischen Ost und West geleistet. Und damit bin ich schon am Ende. Ja, vielen Dank für den spannenden Beitrag und die Vorstellung dieser GRW-Zuschüsse. Mehr hat nichts gesagt, ich finde das sehr interessant. Ich schaue mal direkt, ob es schon Hände gibt, die oben zeigen. Ja, Viktor Slavchev hat eine Frage. Dann gehen wir mal direkt zu Herrn Slavchev. Ja, eigentlich zwei. Bevor man eine wirtschaftspolitische Empfehlung gibt, sollte man nicht irgendwie versuchen, die Effizienz der Maßnahme zu testen. Meinetwegen, wie viel zusätzliches Einkommen generiert 1 Euro Investitionsförderung oder Steuereinnahmen oder was sich da als bestes Maß ergibt. Und die zweite Frage ist die Schlussfolgerung, dass die GRW-Förderung also zu einer Angleichung von Ost und West geführt habe. Ich hatte doch das Gefühl, dass die Regionalergebnisse zumindest fast ausschließlich durch die Westdeutschen getrieben worden sind. Oder habe ich mich da getäuscht? Naja, schade, dass wir uns die Ergebnisse jetzt nicht nochmal angucken können. Aber es ist ja so, dass der Einkommenseffekt war ja zu sehen in den ostdeutschen Regionen. Und auch bei der Betrachtung von Gesamtdeutschland. Deshalb würde ich sagen, ist es nicht so, dass in den westdeutschen Regionen die Beschäftigungseffekte sozusagen den Ausschlag gegeben haben. Bei Produktivität würde ich dir zustimmen. Produktivitätserhöhungen haben wir vor allem in den westdeutschen Kreisen gesehen, was auch ein bisschen für die These spricht, dass die Absorptionsfähigkeit einer Wirtschaft auch eine Rolle spielt dafür, wie erfolgreich man GRW jetzt einsetzt, um eine Region zu fördern. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Ja, okay, vor allem die erste. Also mich würde wirklich die Effizienz interessieren. Also ist es denkbar, dass man mit einem Indikator oder mit dem AS für die Effizienz kommt, sodass man wirklich guckt, okay, wie viel zusätzliches Einkommen generiert 1 Euro Förderung oder wie viel zusätzliche Steuereinnahmen generiert 1 Euro Förderung? Wie teuer ist ein Arbeitsplatz? Das haben wir schon mal gemacht für Sachsen-Anhalt. Das Problem ist, also wir können jetzt sagen, ein zusätzlicher Arbeitsplatz kostet ungefähr 100.000 Euro Förderung für mindestens 3 Jahre. Das Problem ist aber, dass wir keinen Vergleichswert haben. Wir können jetzt schlecht beurteilen, sind 100.000 Euro pro Arbeitsplatz viel, ist das wenig? Wir hatten das auch mal versucht, jetzt sozusagen im Vergleich zu anderen Förderinstrumenten. Aber da ist es wirklich schwierig, sozusagen Sachen zu vergleichen. Deswegen sind wir davon auch wieder abgekommen. Also wie gesagt, wir haben diesen einen Versuch gemacht mit der Effizienz und haben halt diese 100.000 Euro Förderung als Zahl jetzt rausbekommen. Aber es fehlt noch so ein bisschen das Beurteilungskriterium. Ist das viel, ist das wenig, sind andere Fördermaßnahmen erfolgreicher? Ob das letztendlich akzeptiert wird, ist es nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische Entscheidung. Das soll wer anders entscheiden, aber ich denke, das soll klar kommuniziert werden.
Das ist auch Teil einer Studie, die wir jetzt, also wo wir gerade dabei sind. Also wir hatten ja diese heterogenen Effekte, hatten wir für Sachsen-Anhalt schon mal geschätzt, sind dann aber recht schnell an Grenzen gestoßen mit den Fallzahlen. Deswegen wird genau diese Studie jetzt nochmal gemacht für Gesamtdeutschland. Und da wird das auch wieder eine Rolle spielen, wie effizient oder also wie viel kostet ein Arbeitsplatz so. Das ist in Arbeit. Ich glaube, damit ist die Frage dann beantwortet. Und wir gehen weiter zum nächsten Fragestellenden. Das ist Peter Krause. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich will Ihren Schlusssatz eigentlich ein klein bisschen aufgreifen, wo Sie sagen, naja, man muss jetzt ein bisschen breiter denken und nicht praktisch allein nach wirtschaftlicher Produktivität schauen. Die Frage ist, inwieweit diese GRW-Maßnahmen gerade bei diesen extrem strukturschwachen Gebieten, da gibt es ja noch ganz andere Probleme hinsichtlich Bildungsbeteiligung, dass die Leute da stärker dabei bleiben. Also um nur einen Punkt zu nennen, also inwieweit es doch praktisch einfach unterstützende Effekte gibt, die insgesamt eigentlich dieses Humankapital aber auf der einen Seite halten und vielleicht auch in gewissem Umfang an dieser Stelle einfach das ein Wegfallen von Regionen zumindest abfedert. Das geht jetzt jenseits praktisch reiner Produktivitätskriterien hinaus. Ist die Frage angekommen bei Frau Dettmann? Ja, ich überlege noch, war das jetzt eher eine Anmerkung oder eher eine Frage? Das habe ich jetzt nicht so ganz. Nee, ich kann es als Frage formulieren. Ja, ich habe es so halb als Kommentar, halb als Frage formuliert, sorry. Sie haben praktisch jetzt ausschließlich ökonomische Indikatoren verwendet. Dieses GRW-Konzept, so wie ich es verstanden habe, hat aber die Intention, dass praktisch ganze Regionen eigentlich auch nicht ganz wegfallen können. Und wenn man guckt, die Strukturschwäche und auch insbesondere die soziale Beteiligung oder so, die sind dort natürlich auch mit gefragt. Das gilt sowohl Ost wie West, wenn man an Bremerhaven oder im Nordrhein-Westfalen gibt es auch eine Reihe von strukturschwachen Gebieten, wo man auch diese Diskrepanzen dann sieht und ähnliche Probleme sieht. Also die Frage ist praktisch, inwieweit Sie bei Ihren Modellbildungen dann dort auch mal solche Effekte aufzeigen können, dass diese Maßnahmen tatsächlich wirken und dort, ich sage es jetzt mal, Humankapital gewissermaßen stärken, dass die Divergenz zwischen den Regionen nicht weiter auseinanderdriftet, sondern etwas stärker zusammenwächst. Auch das ist ja ein politisches Ziel, das sich dahinter verbirgt. Das ist auf jeden Fall richtig. Und also das sagt ja eigentlich auch schon die Zielstellung der GRW aus, dass man sozusagen die Konvergenz der Regionen versucht zu fördern. Also wir haben jetzt ökonomische Faktoren erstmal herangezogen, weil die natürlich auch im Fokus des Wirtschaftsministeriums standen. Es gibt aber auch ein ganz interessantes Projekt bei uns im Haus, was sich den Zusammenhang anguckt zwischen politischer Partizipation oder Wahlverhalten und EU-Förderung. Also EU-Förderung ist jetzt natürlich ein etwas größerer Rahmen, nee, aber es geht da eben auch so um Strukturförderung und da werden auch Indikatoren entwickelt, die wir dann auf die GRW natürlich auch anwenden können und das auch machen werden, wenn das Projekt ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Denn natürlich ist das gerade ein Problem, was den Osten betrifft. Also das ist, ich wollte jetzt nicht sagen, wir haben jetzt sozusagen der Weisheit letzten Schluss über die GRW. Also den haben wir gefunden und ich präsentiere den jetzt. Das war einfach sozusagen ein Auszug aus laufender Arbeit. Wir haben noch vieles auf der Agenda, was auch solche Fragen dann hoffentlich beantworten kann. Dann sage ich vielen Dank für diese Antwort und mit der Bitte um eine kurze Frage und eine ebenfalls kurze Antwort dann noch Jan Bruch.
Also ich hätte noch die Frage, inwieweit Sie vielleicht auch die Unterscheidung zwischen urbanen und ländlichen Regionen gemacht haben, denn ich erinnere mich an eine Studie, ich glaube auch vom IWH, wo gesagt wurde, man solle doch jetzt die ländlichen Regionen nicht mehr so fördern, sondern sich auf Zentren konzentrieren. Danke. Also diese Aussage, die Sie im Kopf haben, die wurde in der Studie nicht gemacht. Die Studie haben wir gemacht tatsächlich für Sachsen-Anhalt. Das ist das, was ich angedeutet hatte. Wir haben mal versucht, auch so ein bisschen zu gucken, welche Bedingungen oder welche Rahmenbedingungen wirken wie auf die also auf die Wirkung der GRW und sind da tatsächlich drauf gekommen, dass in Sachsen-Anhalt die Wirkung stärker ist in städtischen Regionen als in ländlichen Regionen. Aber wie ich schon sagte, wir sind da an ziemlich enge Grenzen gestoßen, was die Fallzahlen alleine angeht. Denn wenn ich ein gesamtes Sample habe, kann ich das für ein Bundesland, da kann ich noch Aussagen treffen. Aber wenn ich das dann aufsplitte, dann naja, werden die Aussagen auch etwas unsicherer. Wir wollen genau diese Dinge nochmal untermauern, auch mit gesamtdeutschen Daten, sodass wir dann halt also auf Basis einer größeren Stichprobe auch sagen können, tatsächlich ja, ländliche Regionen schneiden nicht so gut ab bei der Förderung oder vielleicht sehen wir ja auch für Gesamtdeutschland, dass es genau andersrum ist. Also das ist auch was jetzt gerade läuft. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön fürs Beantworten der Fragen und vielen Dank für den Vortrag, Frau Dettmann.